Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren The Satin Crew Video. Heute ist es natürlich mal wieder Samstag und das heißt, wir haben einen Talk und heute mal über Versicherung. Mr. PPOV ist auch da. Ja, Mr. PPOV ist auch am Start und freut sich besonders heute auf das Gespräch, weil wir immer so viele Nachrichten von euch bekommen. Richtig. Und deshalb sind wir froh, dankbar und stolz, dass wir heute bei David sein dürfen, nämlich David Patrick Kunde aus Berlin. Genau. Sag mal hallo. Hallo, ich freue mich, dass im Corona-Style. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Super, dass ihr ganz Besonderes. Ja. Und ja, heute reden wir da mal so ein bisschen über das, was du alles machst, über Versicherungen, wie man das alles machen kann, weil da gab es bei uns echt viel Nachfrage. Okay. Und ich glaube, da bist du Profi. Nee, gerne. Wir müssen dazu sagen, wir haben beim letzten Talk, den Alex und ich alleine gemacht haben, vom letzten Samstag. Ist ja bestimmt geguckt, ne? Jetzt muss ich natürlich ordnungsgemäß bestimmen. haben wir das erste Mal ein bisschen was verraten zum Thema auch Prämien. Ne? Also viele Leute fragen eben auch, sag mal, wenn ich mir so ein Auto kaufe, das ist ja das eine, was kostet das an Kfz-Steuer, was kostet das an Versicherung? Ist übrigens ganz lustig, war für Alex ziemlich peinlich, er konnte nämlich die Frage nicht beantworten, war ganz erstaunt, was man so an Kfz-Steuer auch bezahlt. Mhm. So ein STO hatten wir gerade den Steuerbescheid bekommen. Aber er hat sehr gut geschätzt, ich habe das Video gesehen. Ah, Dankeschön. Gut geschätzt hat er beim SVJ, beim STO lag er deutlich daneben. STO 910 Euro Kfz-Steuer. Und dann kommt immer wieder dieses Thema eben Nebenkosten und auch Versicherung. Wie geht das überhaupt? Ja. Und viele sagen dann, Mensch, ich habe mir ein tolles Auto gekauft, dann bin ich zu meiner Versicherung gegangen, bei dem bin ich schon ewig versichert. Mhm. Und die haben mir gesagt, tut mir leid, mache ich nicht. So, und wir machen ja kein Geheimnis draus, wir sind bei der Allianz versichert, das beantworten wir auch immer so, wir sind über dich bei der Allianz versichert und fühlen uns in besten Händen und empfehlen das auch immer weiter, wenn jemand fragt. Und selbst die Profis im Markt, also die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, die Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben das Problem oft, dass sie für ihre Kunden keine vernünftige Lösung finden. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja okay, aber warum kannst du das? Wie geht das? Wie macht die Allianz das? Wie geht man vor? Was sind so die Kriterien und so? Einfach mal, ja, ich sag mal, hier kommt ein Neukunde reinmarschiert und sagt, hallo, guten Tag, Herr Kundler, hab mir da gerade einen Ferrari gekauft und einen schönen F8 Tributo und jetzt würde ich den gerne versichern. Was muss ich denn tun? Na, also vielleicht fangen wir so mal an. Gerne, danke für die Vorlage. Also natürlich freuen wir uns über jeden Kunden, der hier reinkommt und sein Tribut über uns versichern möchte. In der Tat ist das nicht ganz so einfach. Also das ist schon sozusagen die Hyperclass im Fahrzeugsegment ist nicht wie ein Opel Corsa oder ein VW Lupo. Du musst in dem Bereich natürlich auf jeden Fall ein bisschen Track Record haben, auch Fahrerfahrung, um in der Regel einen Supersportwagen zu versichern. Du sollst eigentlich mindestens 25 Jahre alt sein, dass du eben schon ein gewisses Alter hast, eine gewisse Fahrerfahrung. Also da würdest du knapp rausfallen. Ja? ich sehe schon die Kommentare unter dem Video. Alex, du bist doch erst 21, wie kannst du die Autos fahren? Ja, gute Connections. Es gibt natürlich, man muss dazu sagen, ja, die Fahrerfahrung spielt eine wichtige Rolle. Und es gibt natürlich auch immer auch Ausnahmefälle, das hängt ein bisschen von der Kundenverbindung, von der Kundenbeziehung ab und dem, was alles dazugehört. Natürlich versichern wir viele, viele 100 Sportwagen im Jahr. Wir sind wirklich da Vollprofis, machen das seit sehr, sehr vielen Jahren. Sind also auch fast 20 Jahre bin ich selbstständig, sitze hier am Kudamm und wir kennen es einfach wirklich damit aus. Das heißt, der wichtigste Punkt ist natürlich, was ist das für ein Auto, wie ist der Fahrzeugwert, dann spielen sicher eine Rolle Schadenfreizlassen, habe ich welche, müssen wir mit einer Sondereinstufung arbeiten und dann wird die Prämie ermittelt. Ja? Der Punkt ist auch, was will der Kunde für den Selbstbehalt haben, das hängt alles, das sind so die wichtigsten Rahmendaten, ist das sein erstes Fahrzeug, wird das ein Zweitfahrzeug, ist das ein Alltagsfahrzeug, das ist ja bei den Sportwagen in der Regel nicht gegeben. Ja. Jetzt fahrt ihr viele Kilometer mit eurem Fahrzeug, ihr fahrt wirklich die Fahrzeuge, ja. Es gibt natürlich auch viele Sportwagenbesitzer, die fahren ja nicht so regelmäßig. Richtig, das stimmt. Aber dazu würde ich gerne gleich mal eine Frage stellen, weil wahrscheinlich sind auch viele Zuschauer etwas jünger. Und deswegen würde ich mir jetzt einen Ferrari kaufen. Sagen wir mal, ich bin 18. Mhm. Gibt es da überhaupt noch eine Chance, das Auto zu versichern? Mhm. Es gibt natürlich immer Chancen, also nichts ist auswegslos. Wir haben sicher Einzelfälle, wo auch Fahrer unter 25, unter 23 sind.
wo die Eltern zum Beispiel Fahrzeuge haben und die Kinder dann gegebenenfalls mit eingeschlossen werden. Oft ist es so, dass das mit begleitetem Fahren auch im Supersportwagenbereich beginnt. Und weil der Vater zum Beispiel sehr sportwagenaffin ist, den Sohn mit heranführt. Und das hilft natürlich, wie auch in deinem Fall, Alex. Ja. Das prägt dann und dann weiß man, wie man mit den Autos umgeht. Weil es ist schon bei Ferrari, das weißt du auch, oder Lamborghini oder anderen Modellen, doch nochmal ein bisschen anders, als vielleicht mit einem sportlichen Dreier-BMW unterwegs Definitiv, zu sein. Ist komplett was anderes. Und viele Leute überschätzen sich da halt auch oft. Und dafür ist halt eine Versicherung schon sehr wichtig, weil wenn mal was schief geht, dann könnt ihr richtig, es muss retten. Im Schadenfall immer funktionieren. Und auch bei diesen Fahrzeugen ist ja auch das Schadenaufkommen anders. Das bedeutet, ich nehme mal Porsche oder jetzt ein VW Golf GTI oder andere Fahrzeuge, haben natürlich ganz andere Reparaturkosten als jetzt Lamborghini, Ferrari, Bentley. Teilweise werden da ja Teile wie Kotflügel oder Stoßstangen sogar handangeformt, angepasst. Die Stundensätze von diesen Werkstätten sind auch ganz andere. Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Mir fällt dabei immer McLaren ein. Wenn ich unsere Prämienliste anschaue, dann sind die teuersten die McLaren. Da seid ihr echt noch zu teuer. Nee, aber das muss man, das hat damit, deshalb sage ich das nicht, sondern es ist eben auch wirklich so, man muss ja auch überlegen, da kommt jetzt so der 20-jährige YouTuber um die Ecke. Ne? Der läuft jetzt also bei McLaren in den Store und sagt, Leute, wisst ihr was, ich habe meine erste 500.000 verdient und ich erfülle mir jetzt meinen Traum. Ja, da steht ein wunderbarer 765 LT, den muss ich haben. Und da sage ich, aus meiner Erfahrung mit über 30 Jahren Autofahren etc., eigentlich darf der Hersteller dem so ein Auto gar nicht verkaufen, ohne dass er mit einem Profi es lernt, dieses Auto zu fahren. Insbesondere bei den McLarens. McLarens sind echte Waffen. Und ich weiß, dass, was die Supercars angeht, hat McLaren die schlechteste Unfallstatistik, was auch das Überleben oder Nicht-Überleben von Unfällen angeht. Und das hat einfach damit zu tun, dass man das lernen muss, so etwas zu fahren. Wie du schon eben richtig gesagt hast, das ist, du kaufst dir einen großen BMW, einen M3 als Beispiel, ja. Aber es ist immer noch ein auf einem normalen Straßenauto basierendes Fahrzeug mit viel Leistung zugegebenermaßen, aber völlig anders zu fahren als ein McLaren oder auch ein Ferrari. Wobei McLaren schon ganz extrem ist. Also mit meiner Erfahrung, und ich habe jetzt 34 Jahre einen Führerschein und ich fahre seit 32 Jahren schnelle Autos. Und als ich das erste Mal, unser erster McLaren war der 600 LT, und das ist heute noch für mich so. Wenn ich mit dem 600 LT fahre, das ist für mich vom Fahrgefühl her das unangenehmste Auto, was ich habe. Weil ich nicht spüre, wo ist physikalisch das Ende erreicht. Also dieses Popometer, wie Michael Schumacher immer gesagt hat, das fehlt dort komplett. Das ist nur bei dem Modell. Bei den anderen Modellen von McLaren ist das nicht so. Da habe ich das wieder. Aber es ist eben ein Unterschied. Ja, oder du steigst in den Lamborghini, fährst mit einem Performante, der bewegt sich wie auf Schienen. Der hat einen Allradantrieb, der hat ein ALA-System, was aerodynamisch dafür sorgt, dass du genügend Druck auf der Straße hast und so. Und die McLarens, die sind einfach feilschnell, aerodynamisch ausgefeilt bis ins Letzte. Und dadurch verschwindet das, was man sonst so fühlt. Und ich glaube, das ist oft das Problem und das führt dann eben auch zu extremen Unfällen. Und das spiegelt sich dann logischerweise auch in den Prämien wieder. Das ist so. Auch bei uns. Also das muss man ganz klar so sehen. Das ist schon hart. Und da muss ich immer sagen, wenn dann ein junger Mann reinkommt, ist das eigentlich die Verantwortung eines Verkäufers auch, irgendwie darauf hinzuwirken. Eigentlich müssen die Hersteller sagen, hör zu, wenn du so ein Auto kaufst, kriegst du bei uns im Preis, ich meine, da kannst du nicht drauf ankommen bei den Preisen, die wir aufrufen, 3 Tage Sicherheitstraining am Hockenheimring oder keine Ahnung wo, auf einer Rennstrecke mit echten Profis, die dir zeigen, was passiert, wenn. Auch diese bekannte Schrecksekunde. Ne? Viele Unfälle sind ja zu verhindern, wenn du in der Schrecksekunde richtig reagierst. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste für eine Versicherung. Und das führt eben dazu, dass wenn man heute sich den Markt anschaut, also mir fallen keine 5 Versicherer ein, die überhaupt noch Bock haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das muss man so sehen. Ja, das ist völlig richtig. Also wirklich wertvolle Hinweise, ich muss das mal so sagen, weil gerade auch viele Eltern rufen natürlich an und kaufen sich einen Porsche, teilweise Porsche Turbo heute, GTS, und sagen, Mensch, mein 18-jähriger Sohn soll doch damit fahren können. Wo wir dann auch, so wie du es gesagt hast, darauf hinweisen, stopp, Moment mal, das ist nicht ganz ungefährlich, ist ja schon andere Fahrzeuge gefahren, welche Fahrerfahrung hat er? Ja. Dann wird denen erst oft klar, okay,
stimmt. Ich wollte den so problemlos einstellen, mit integrieren, weil ich natürlich von mir ausgehe, dass ich schon diese Fahrerfahrung habe. Aber das ist schon nochmal was ganz anderes, so eine Fahrzeuge zu fahren und zu beschleunigen. Der McLaren natürlich auf der Autobahn, also das ist großes Kino, da muss man, das ist hohe Kunst. Gerade bei auch höheren Geschwindigkeiten, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Also Kombination hohe Geschwindigkeit und Bodenwelle. Sehr, 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 für unerfahrene Leute unglaublich problematisch. McLaren unkontrollierbar, wenn du Pech hast. Ja, naja, es gibt ja auch die krassen Beispiele. War vor kurzem gerade wieder in der Presse ein junger Mann, der mit knapp 286 Stundenkilometer eine Bodenwelle erwischt hat und die Kontrolle über seinen McLaren verloren hat. Leider auch das Leben seiner Beifahrerin dann im Anschluss. Ja. Die Chance, einen Unfall in diesen Fahrzeugen zu überleben, ist sehr groß. Mhm. Die Fahrzeuge sind schon sehr sicher, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber es gibt eben unglückliche Umstände, die dann dazu führen, dass wenn dann irgendwas reinschlägt in die Seitenscheibe oder in die Frontscheibe oder so und der Kopf im Weg ist, dann ist natürlich schlimm. Also da müsste man eigentlich aus Sicht der Hersteller vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Versicherern an Konzepten arbeiten, wo man wirklich sagt, hört mal zu, das ist alles gut und schön. Ich meine, wir haben es ja auch so gemacht. Alex hat seinen Führerschein in London gemacht mit 17. Da gibt es kein begleitetes Fahren, da macht man seinen Führerschein und dann darf man losfahren. So. Und Alex fährt vom ersten Tag an immer unsere Autos, immer. Und wir sind aber auch... Bitte? Da müssen wir aber was dazu sagen. Oh. Weil ich musste ja schon Fahrertraining... So ja, das wollte, darauf machen. Wollte ich jetzt Achso, gerade kommen. Okay, okay, gut. Nein, nicht nein, das jetzt hier, ne? Gerade zu kommen, dass wir dann losmarschiert sind. Wir sind hier bei der Versicherung. Pass auf, ey. Nein, alles gut. Nicht. Alles gut. Wir sind dann eben gemeinsam losgefahren. Wir haben echt so Vater und Sohn Trackdays gemacht mit Fahrsicherheitskomponenten, mit Schleuderplatte. Querfahren. Auch das gehört dazu, um zu lernen. Aber das ist das Entscheidende, wenn wir darüber reden, Fahrer unter 25. Klar, wenn ich Fahrsicherheitstraining mache beim ADAC oder anderen Institutionen, das ist genau das Richtige, weil ich sehe schnell, wie ist das Fahrverhalten. Und heute kann man auf vielen Strecken dann auch mit solchen Autos, Uros, Huracan, was es auch immer gibt, dieses Training machen und hat dadurch eine höhere Praxis. Und dann sieht die Situation sich auch anders aus. Ja. Muss ich auch ganz klar sagen, als ich frisch den Führerschein hatte und hätte ich nicht diese Trainings und das alles gemacht und mir hätte jemand McLaren gegeben, ich glaube, in manchen Situationen, die ich jetzt schon in diesen Autos hatte, hätte ich ihn nicht abfahren können. Und dann wäre ein ziemlich großes Problem gewesen. Das heißt, es ist schon wirklich wichtig und auch echt mutig von der Versicherung, wenn man das überhaupt noch macht. Weil es sind ja trotzdem am Ende immer noch 300, 400, 500.000 Euro, die so schnell einfach weggeschmissen werden kann. Und dafür ist die Prämie an sich im Verhältnis nicht so hoch. Das stimmt. Es gibt wirklich nur noch wenige Versicherer am Markt, die sich da bewegen. Das ist eine Handvoll, die so eine Fahrzeuge versichern. Jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viele versichert, auch in allen Bereichen. Wir machen auch sehr hochwertige Oldtimer, nehmen den Supersportwagen. Aber das ist, wenn man eine Weile dabei ist, also ich kann auch mal ein paar Premium-Beispiele nennen, wenn das euch das interessiert. Das 100%. Sehr gerne. Also das, je nach Schadenfreiheitsklasse bewegt sich, kann sich so ein, das wurde ja auch schon so leicht erwähnt, bei dem Huracan, kann das von 3.000 Euro auf bis zu 5.000, 6.000 Euro hochgehen. Das hängt aber dann ein bisschen von den Konditionen, wie groß ist der Kunde. Das sind so ein paar Faktoren, wovon es abhängig ist. Und dann der Aventador ist natürlich ein bisschen preisintensiver, weil klar der Anschaffungspreis auch etwas höher ist. Das kann auch von 4.500 hochgehen bis zu 7.000, 8.000 Euro, je nachdem. Wir arbeiten jetzt mit sehr, sehr geringem Selbstverhalten. Das heißt, bei Autos, das wollen auch unsere Kunden oft und das ist auch ein besonderes Merkmal, was wir vielen unserer Kunden anbieten. Wir haben sehr geringe Selbstbehalte. Das heißt, in der Regel versichern wir bis 500.000 Euro immer mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung in der Vollkasko und 1.000 Euro in der Teilkasko, weil auch die Prämiendifferenzen zu höheren Selbstbehalten sehr gering sind. Und das, gerade, du hast es ja auch schon mal erwähnt, gerade bei diesen teuren Autos ist es oft so, dass natürlich Reparaturkosten oder auch so eine Windschutzscheibe allein mal schnell. Was kostet so eine Windschutzscheibe? Also 7.000, 8.000 Euro? Genau. Also McLaren Euro. Ist da für mich immer das erschreckendste Beispiel, weil da bist du bei den Scheiben zwischen, je nach Modell, zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Ja. Weil das eben auch geringe Stückzahlen sind, wenn es dann limitierte Autos sind, so wie unser 620R als Beispiel. Ja. Und die werden dann so ungefähr handgeblasen. Ja, aber manchmal hat man sogar längere Wartezeiten, habe ich gehört. Ja,
Das ist auch noch ein Problem. Ja, das ist auch noch ein Problem. Ja. Vor allem, wenn die Scheibe dann auch selbst kaputt geht, obwohl man gar nichts macht. Das kann auch passieren. Ja, das ist dann aber gut, das ist kein Versicherungsstand, das ist dann Garantie. Das haben wir auch gehabt, Spannungsriss, wo das dann auf einmal knack macht und dann hast du einen Riss von links unten nach rechts oben. Ja. Ja, aber das ist dann Freude für McLaren, Garantie. Aber trotzdem muss man warten. Das ist halt das Problem. Aber da kann man mal sehen, was für eine Bandbreite so ein Prämienthema ist. Ne? Ja, ja. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt mit einem normalen Porsche Boxster oder Porsche 911 eincheckt, da hat man natürlich auch Prämien, die sind unter 1000 Euro. Also je nach Schadenfreiheitsklasse, da funktioniert es schon relativ günstig und preiswert mit gutem Leistungsumfang. Aber wie gesagt, da gibt es eine Bandbreite bis hoch zu Bugatti und noch ganz anderen Fahrzeugen. Bugatti? Bugatti? Was hat das mit Bugatti zu tun? Ist es immer noch so, dass der typische Golf GTI, das war ja eigentlich sonst, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, als ich noch jung war, Golf GTI war immer der Albtraum aller Versicherer. Mhm. Entweder Golf GTI oder das Gegenstück hier Opel Kadett GSI oder so diese Modelle, also die für damalige Verhältnisse hochmotorisierten. Ja, das stimmt. Ist es heute immer noch so? Na, es hat sich natürlich der Markt verändert, weil diese Hochmotorisierung, die es damals, die wir noch so kennen, gegeben hat. Heute ist ja fast jedes Auto hochmotorisiert schon. Ja. Also man muss schon, unter 100 PS ist schon schwer zu, der Fiat 500 auch noch. Ne? Fiat 500, schwer zu finden. Das heißt, klar, es gibt Fahrzeugtypen in dem normalen Segment, die sind natürlich gerade von jüngeren Leuten bevorzugt. Ja, da gibt es natürlich so die bekannten Modelle, ja. Und da ist natürlich schon, dass das dann eine andere Schadenhäufigkeit und ein anderes Schadenverhalten ist. Ich will auch nochmal sagen, bei den hochwertigen Fahrzeugen gibt es gar nicht so viel Versicherungsschäden, weil natürlich auch der Umgang mit diesen Fahrzeugen und auch die Autos stehen in der Garage, der Pflegegrad etc. pp., Leasing-Rückläufer-Themen, das ist gar nicht so ausgeprägt, weil wer natürlich so ein Fahrzeug in dieser Preisklasse hat, das ist ja sozusagen wie ein Schatz, den hütet man, damit geht man anders um. Ja. Also klar, wenn dann Schäden sind, dann sind sie teuer, ja, und die gibt es natürlich auch mal, aber es ist ein anderes Fahr- und überhaupt Schadenverhalten und der Umgang mit den Fahrzeugen ist anders. Ja, das Thema Umgang, glaube ich, ne? Das ist immer dieses, wo ich auch immer sage, Beispiel jetzt mit unserem großen neuen Baby im Stall, unserem Arctos und unserem Trailer. Ich habe keine Angst, den zu fahren, aber ich habe Respekt davor. Schon ein bisschen Angst. Ja. Aber beeindruckendes Fahrzeug, beeindruckendes Fahrzeug. Selten so ein schönes Fahrzeug gesehen. Ich muss das wirklich sagen. Also ich bin auch beeindruckt, wenn da die Autos nachher auf diese Rampe darauf gefahren werden. Das ist ja auch nochmal ein, auch aus versicherungstechnischer Sicht, ein sportlicher Vorgang. Es ist auch ein merkwürdiges Gefühl. Wir haben ja, als wir die ersten Autos dann quasi, wir sind runtergefahren zum Aufliegerhersteller, um das Ding abzuholen und hatten also drei Autos, die hinten rein mussten. Ja. Das war ja für uns das erste Mal auch. Also das Auto kann hinten über die Hebebühne 3,5 Tonnen heben und wir haben ja zwei Decks sozusagen. Und wir haben dann kurzerhand unser Backoffice, also meine Frau, zur Kranführerin gemacht oder zur Hebebühnenfahrerin gemacht. Ja. Und sie hatte mich also voll in der Hand, weil ich saß im Auto. Und das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn du dann also so locker, was ist das, so nach oben, 2,50 Meter hängst da. Das ist schon... Sag mal, falschen Knopf kurz drücken. Ja, falscher Knopf könnte dann schon unangenehm sein. Aber dann müssen wir bald anrufen. Stehen die Autos natürlich sehr vernünftig und sicher drin. Ja. Das muss man einfach so sagen. So ein Ding bewegt sich ja ganz behäbig. Es wird vernünftig fixiert. Also man fixiert die Autos vernünftig. Man checkt das zwischendurch dann mal nach den ersten 100 Kilometern. Da bewegt sich nicht ein Millimeter. Nee. Wenn du das Ding natürlich im Graben setzt, auf die Seite kippst, sind sie immer noch relativ gut geschützt. Weil der Trailer hat ein Leergewicht von 10 Tonnen. Ohne dass da was drin ist, ohne Innenausbau, also ohne die Böden, ohne die Launch vorne und. Das ist schon ein massives Teil. Also eigentlich sehr gut, um auf Reisen zu gehen. Und auch mit einem Grund, warum wir uns das Ding angeschafft haben, um einfach die Autos safe von Punkt A zu Punkt B zu bringen, ja, und da vernünftig mit umgehen zu können. Und diese Schäden, Windschutzscheiben durch fliegende Steine und so weiter, das bleibt das alles. Unser Hack, so heißt er, Hack the Truck. Der flügt da durch. Ja. Wenn der mal eine Scheibe braucht, dann ist es ein Nutzfahrzeugpreis. Ja. Der ist dann deutlich tiefer. Das und die Scheibe viel größer ist, absolut. Ist dann deutlich billiger. Absolut. Also das ist schon cool. Und man muss eben auch sehen,
Diese Dinge haben ein Sicherheitssystem, das ist beeindruckend. Ja, das ist unglaublich. Also selbst, man kann selbst nicht zu blöd sein, die falsche Route zu wählen, weil das Navi, was da drin ist, basiert auf TomTom, hat die Höhe und die Breite. Das heißt, der leitet dich niemals zu einer Brücke, so dieser Klassiker, ne? So einmal kurz rein, genau. Brücke im Arsch, LKW im Arsch. Solche Schadenfälle hatte ich schon im Baubereich, wo die Brücke leider ja. etwas tiefer als erwartet gewesen genau, ist. Genau, und deshalb muss man immer sagen, egal wie kurz die Strecke ist, schalt dieses Navi an, weil das Navi sagt dir, Achtung, da kannst du nicht langfahren. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Und auch dieses ganze Lane Assist, was wir auch aus den Autos kennen, Abstandstempomat, der zeigt dir an, wie schnell dein Vordermann ist. Ja, das ist richtig. Berechnet dir daraus, ob es Sinn macht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, um dran vorbeizufahren, weil er vielleicht eine höhere Ladung hat als du selbst. Total spannend. Und ich muss sagen, nach meinen ersten Kilometern, es ist wie Urlaub. Das ist total entschleunigend. Du sitzt dort, ganz entspannt, du hast deinen Kaffee dabei und du schipperst da mit deinem Schnitt 85 Stundenkilometer, wenn die Straße es zulässt, mehr nicht. Das ist schon cool. Der Baustelle ist erstmal über beide Spuren gefahren in der Mitte. In der Baustelle, in der die rechte Spur nicht mal 2 Meter war. Wie breit, Alex, wie breit ist das Führerhaus, Fahrerhaus, muss man sagen? 2,50 Meter. Genau. Was hilft dir das bei einer 2 Meter breiten Spur? Quetschen. Ich meine, das sagt der, der gerade seinen Führerschein dafür macht, ne? Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Also, nee, aber das ist wirklich ein spannendes Thema. Beeindruckendes Fahrzeug auch mit den Spiegeln, ja, das ist mir cool. Ja. Technik cool und ich glaube, das wird ganz interessant. Und so bringen wir dann auch die gut versichert. Der ist ja auch bei euch versichert. Ja. Ne? Also alles in einer Hand, alles gut. Und so bringen wir dann die Sportwagen sicher zu den unterschiedlichen Zielen an. Aber ich habe noch eine Frage. Ja. Was ist so ein Auto, wo wenn du das liest, für eine Anfrage denkst du dir so, oh nee, das muss jetzt wirklich nicht schon wieder sein, weil da geht immer was schief. Ich habe da ja so eine Vermutung. Nice. Das will ich gar nicht so pauschal sagen, weil an sich freue ich mich natürlich über jeden super Sportwagen, den wir versichern können. Es gibt auch so ein paar schöne neue Modelle, wo ich ganz gespannt bin, wenn da die ersten Anfragen kommen. Es hängt natürlich wirklich immer vom Fahrer ab, ja. Und es gibt jetzt kein Auto, wo ich sagen würde, da ist die Schadenhäufigkeit extrem und das ist schwierig. Aber es gibt, na klar, also wir versichern viele, viele Porsche und das ist also mittlerweile schon Standardgeschäft auch bei uns. Wir freuen uns natürlich eben auch, wenn es mal ein bisschen komplizierter ist. Also wenn die Anfrage spannend ist, wie zum Beispiel mein Monster oder vielleicht ein Bugatti oder wir haben auch seltene Oldtimer versichert mit Fahrzeugwerten weit über 10 Millionen Euro. Das ist dann schon so ein bisschen Herausforderung. Ja, das ist, glaube ich, viel Risiko. Was macht man, fällt mir gerade eine spannende Frage zu ein, weil ich vor kurzem gerade dazu eine Nachricht auch bei uns auf Instagram bekommen habe. Aktuell ist ja eine besondere Situation am Markt. Die noch reinen Verbrennermotoren steigen im Wert. Also wir haben eine völlig untypische Entwicklung. Mhm. Normalerweise Auto kaufen, einmal im Block fahren, 25% Wertverlust Minimum. Mhm. So, jetzt geht das aber in die andere Richtung. Mhm. Stellt sich eigentlich der Versicherer irgendwann darauf ein, dass er womöglich nach 3 Jahren einen Schaden hat, einen kapitalen Schaden, einen Totalausfall und das Auto hat aber eigentlich einen Wiederbeschaffungswert, der da, keine Ahnung, jetzt mal vorsichtig gesagt, 30% über dem Einstand liegt. Mhm. Ne? Muss man eigentlich im Auge behalten, was da gerade passiert, sehr, oder? Sehr gute Frage. Ja. Einer der Punkte, die auch häufig im Versicherungsbereich falsch gemacht werden. Das glaube ich gerne, Nehmen wir ein Beispiel, Porsche Speedster oder andere seltene Autos, jetzt wie der Ultimare, der vielleicht von Lamborghini kommt, die haben natürlich einen ganz normalen Fahrzeugneupreis, der dann vielleicht bei 200.000, 300.000 Euro liegt, aber schon mit Auslieferung hat das Auto 20, 30, 40% manchmal mehr Wert. Und wir achten darauf, das wird meist dann mit dem Kurzgutachten gemacht und mit Zustandsnote, dass der Kunde zum Gutachter geht und nochmal das Fahrzeug bewerten lässt, also den Marktwert ermitteln lässt. Und dieser Marktwert wird dann auch versichert. Es gibt dann auch eine Vorsorge, die bis zu 30% ist im Vertrag, zum Beispiel bei Oldtimern. Bei Fahrzeugen. Ist ja noch schlimmer, Und das muss man sich wirklich immer dann vor Augen halten, wie entwickelt sich der Fahrzeugwert und muss ich das gegebenenfalls nachkorrigieren. Weil in der Tat, wenn ich das nicht tue und ich kaufe jetzt so ein limitiertes, seltenes Fahrzeug
dann kriege ich natürlich das ersetzt. Mein Anschaffungspreis ersetzt. Wie der Anschaffungspreis ist. Und das bringt mich natürlich unter Umständen nicht nach vorn, weil der Marktwert natürlich ein ganz anderer ist. Und das führt oft zu Verärgerungen, wenn man es nicht richtig macht. Also daher ist es schon wichtig, dass man natürlich einen Ansprechpartner seines Vertrauens bei der jeweiligen Versicherung hat, der sich so ein bisschen mit diesen Fahrzeugen auch auskennt und weiß, wenn der Kunde kommt. Übrigens, lieber Kunde, ja, wir versichern das ohne Probleme, aber wir müssen einen anderen Wert versichern. Und dafür brauchen wir das nochmal, dass im Schadenfall du nicht nur den Anschaffungspreis kriegst, sondern das, was du nachher vereinbart hast. Mhm. Ja, genau. Das ist nämlich etwas, was ich finde jetzt gerade aktuell. Punkt, wirklich. Ja, gerade aktuell ganz spannend wird. Denn ich meine, wir haben eine Situation, die hat es, soweit ich mich erinnern kann, in der Form wirklich noch nicht gegeben. Mhm. Ja, wir haben es gehabt, wir waren vor einigen Wochen bei Lamborghini Frankfurt, haben unseren Performante zum Service gebracht. Und es war, wir sind früh morgens gestartet, dann sind wir so halb schlaftrunken in den Ausstellungsraum reingelaufen und es stand ein Auto da. Ein Auto. Das war komplett leer. Dann, dann habe ich zur Geschäftsführung von Lamborghini, zu Denise gesagt, sag mal, Denise, sind die alle draußen zum Waschen? Müsst ihr fegen? Müsst ihr feudeln? Was ist hier los? Und sagt sie, nein, wir sind ausverkauft. Mhm. Sag mir, wo ich ein Auto kaufen kann. Ich kaufe es, weil es ist verrückt. Man nimmt uns das Material aus den Händen und die Preise steigen. Performante ist ein gutes Beispiel. Ja. Wird nicht mehr gebaut, klingt vernünftig. Und die Werte am Markt, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die Wertentwicklung wird da auch weiter zunehmen, ja, weil es ja keine Verbrenner mehr nach und nach geben wird. Nee. Ja, also die Produktion wird ja nach und nach auch wirklich eingestellt. Ja. Damit steigen die Werte. Und das ist auch für die Versicherung ein Thema, weil natürlich ein deutlich höherer Fahrzeugwert danach und nach immer wieder versichert werden muss. Genau. Das bedeutet also wirklich, dass dann immer wieder eine Überprüfung durch einen Gutachter stattfinden muss und das nachgemeldet wird. Ja, ja, das, und das ist auch bei vielen Fahrzeugtypen so. Also ja, müssen wir auch machen. Wir haben ein cooles Video. Bitte? Wir haben ein cooles Video. Ja, wir müssen eigentlich mal einen Sachverständigen. Wir haben da so einen netten Sachverständigen in München. Der, aber nicht, dass dann die Versicherung zu teuer wird. Der gerne. Nein, aber man muss das im Auge behalten, weil es ist wahnsinnig ärgerlich. Nein, stimmt, und ich glaube, wir werden bei besonderen Fahrzeugen, Aventador SVJ, Aventador Altimir als Beispiel, werden wir Entwicklungen sehen in den nächsten 5-6 Jahren. Nicht morgen und übermorgen. Klar, jetzt ein Altimir kostet jetzt schon 200 mehr, als er beim Händler neu kostet. Aber da werden wir Entwicklungen sehen, die können ganz abenteuerlich werden. Ja, da wird es dann auch immer mal ein paar durchgeknallte Sachen geben, die muss man nicht abdecken. Aber es kann eben doch immer mal was kommen. Und das ist eine ungewöhnliche Situation. Eigentlich wird alles immer weniger wert, wenn man es benutzt. Ja. Und das wird halt ein bisschen anders sein. Ja. Aber das Kundenverhalten hat sich auch geändert. Diese Diversifikation, dass die Menschen heute natürlich in schöne Dinge investieren, ob ihr Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus als Kapitalanlage, ein bisschen Geldanlage. Aber viele investieren dann eben auch in Autos, weil das Sachen sind, die heute werthaltig sind. Ja. Früher war das ganz anders. Da hat so ein Auto immer verloren. Genau. Heute sind enorme Wertzuwächse in kurzer Zeit. Ja. Vor allem immer es werden, Spekulationsobjekte. Ja, das ist so, wie man heute auch sein Geld in Wein anlegen kann. Ne? Man hat vor 20 Jahren hätte jemand gesagt, kauf dir mal einen Kasten von dem und dem roten und stell den weg und in 20 Jahren kriegst du dafür richtig, richtig Geld. Hättest du gesagt, sag mal, was hast du denn getrunken? Gib mir auch was davon. Aber das ist halt so eine verrückte Zeit. Da muss die Versicherung natürlich mitgehen. Und deshalb, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, diese Experience, die da ist, die jetzt auch bei dir und deinem Team da ist, eben mit vielen, vielen, vielen Supercars schon in den Büchern, wie man so schön sagt, ist da, glaube ich, ganz wichtig und sehr beruhigend dann auch für die Leute, die jetzt ihr Erspartes, weil es auf der Bank nichts mehr dafür gibt, dann lieber mal in so ein tolles Auto investieren. Mhm, das stimmt. Diese Thematik gibt es ja auch in anderen Bereichen. Wir versichern ja auch oft Kunstwerte oder Uhren, ja. Wenn man sich Marken wie Rolex ansieht, dort sind ja ähnliche Wertzuwächse. Und auch dort ist es so, muss man immer gezielt die Uhr dann nochmal bewerten, wenn man so eine Daytona nimmt, die im Handel 12.000, 13.000 Euro kostet und man geht nur zum Laden raus und dann ist die 20.000 Euro mehr wert. Ja, also man sieht, da ist viel Bewegung, weil die Menschen auch Alternativen suchen, heute ihr Geld in bestimmten Kapitalanlagen zu diversifizieren. Ja? Also ob Immobilien, ob jetzt Schmuck, Uhren, ob Fahrzeuge. Ja, Uhren ist ja auch total verrückt. Uhren ist komplett verrückt. Auch Richard Mille und so gerade aktuell ist. Und auch ausverkauft. Es ist ja grundsätzlich alles ausverkauft. Alles weg. Man wartet. Ja, genau. Also Rolex hat das ja schon immer clever gemacht. Mhm. Wobei ich glaube, das ist jetzt auch an dem Punkt, wo es nicht nur clever ist, wo es wirklich so ist.
Ja, das ist ja mal mit Verknappung verkauft sich natürlich alles ganz gut. Ja. Aber Odemar und wie sie alle heißen, das ist schon. Das ist echt beeindruckend, was da passiert. Unglaublich. Wartezeiten von 2 Jahren auf eine Uhr, ne? Ja. Und dann ist die Blase geplatzt und man kriegt gar nichts mehr dafür. Ja gut, auch das Risiko ist natürlich da. Ne? Also wenn irgendwann alle so auf dem Trip sind, was Autos angeht, wie Patrick, ne? Und dann fahren wir alle nur noch Tesla. Und dann bricht der Markt natürlich zusammen. Dann muss man auch nicht über Mehrwerte nachdenken, die noch abzusichern sind für den Fall, dass man das Ding versenkt. Aber Teslas würdet ihr auch nicht versichern, ne? Naja, wir finden... Ist ja ein Toasteraufreger. Nachhaltigkeit und Elektro finde ich gut und das wird auch subventioniert. Aber Entschuldige, halt, beim Tesla ist das, glaube ich, so eine sogenannte Elektronik-Schwachstromversicherung, oder? Was soll ich sagen? Also es ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt, der auch wahnsinnig gewinnt und wo viel passiert. Und auch dort gibt es versicherungstechnisch auch höhere Rabatte, ja, weil das gefördert wird. Also man kriegt Sonderrabatte bei Elektrofahrzeugen, das macht schon Sinn. Ja, also auch da gibt es von der Allianz entsprechende Förderung. Okay. Wobei ja auch, ich habe mir vor kurzem gerade mal von einem Fachmann sagen lassen, wenn so ein Teil brennt, ne, dann ist der Schaden, den das rundherum anrichtet, deutlich schlimmer als bei jedem normalen Auto. Ne? Also da hast du Umweltthemen auf einmal auf dem Tisch. Ja, die Feuerwehr ist mittlerweile so schlau, dass sie mit der Rettungsschere sehr vorsichtig ist, wenn sie an ein Elektroauto rangeht und so weiter. Also das ist auch nicht ganz ohne. Da muss man, glaube ich, wie alle, müssen noch viel lernen. Deshalb lassen wir auch die Elektrofahrzeuge lieber so im innerstädtischen Bereich, um das Klima zu verbessern. Ist alles in Ordnung, das machen wir auch gerne mit. Und wir fahren dann mit unseren Autos draußen rum, das ist sowieso schöner. Ja, nerven wir auch keinen mit. Genau. Ja, aber ich denke mal, das ist mal ein schöner Einblick in das Thema und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere eine Frage hat. Deshalb haben wir ja auch schön mal Instagram, auch für Direktnachrichten, wird jetzt hier eingeblendet. Genau, und wenn jemand sonst Kontakt haben möchte, immer gern. Ja, gerne. Wendet euch gerne an uns, wir geben die Daten weiter. Und dann können wir vielleicht irgendwann nochmal ein Q&A starten und dann nochmal ein Video gerne zusammen machen, wenn Lust da ist. Vielleicht kommen noch ein paar gezielte Fragen. Dann ja, genau. Ja, da kommt bestimmt genau. Was. Und dann starten wir. Ja. Das ist kein Thema. Perfekt. Also generell kann man ja zusammenfassen, es wird niemand gleich pauschal abgelehnt. Ne? Nein. Nee. So. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz beruhigend, weil das ist bei einigen Leuten wirklich so angekommen. Die waren dann wirklich geschockt. Ja. Auch wenn das dann jemand ist, keine Ahnung, erfüllt sich sein Lebenstraum mit Mitte 40, ist seit 20 Jahren, aus dem Norden kommt, seit 20 Jahren bei der Provinzial, seine Eltern waren schon bei der Provinzial und dann kommt er damit um die Ecke und dann sagt die Provinzial ist nicht. Das ist den Kunden schwer zu vermitteln. Das ist sehr schwer. Das stimmt. Und das dann sitzt er erstmal da und denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Nimmt mich denn überhaupt ein anderer? Ja? Nimmt mich denn eine fremde Versicherung, wenn ich nur mit meinem einen Auto anmarschiert komme? Da haben die doch wahrscheinlich gar keinen Bock drauf oder wie auch immer. Ja, das sind so die Fragen, die sich dann stellen und die immer wieder hochkommen. Einfach ins Gespräch gehen, aber ich denke, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Also es gibt immer Möglichkeiten und wir gucken, was möglich machbar ist. Das probieren wir auch. Genau. Also niemals aufgeben bei einer Versicherung, immer schon weiter nerven. Dann kriegt man das auch irgendwie hin. Ja. Ah, cool. Vielen lieben Dank. Dass ihr da wart. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Das ist wirklich toll, euer YouTube-Kanal. Dann solltet ihr auf jeden Fall hier mal schön vorbeigucken, ne? Genau. Na, Allianz, sehr wichtig. Ah, Patrick hat auch alles eingeblendet. Das passt. Du schaust dir manche Videos, ne? Das mache ich. Okay, du weißt, wie es am Ende manchmal, was müssen unsere lieben Zuschauer jetzt machen? Na, ich sag mal lieber nichts. Okay, gut. Also, ihr müsst bitte einmal das Video liken, kommentieren und natürlich auch teilen, die Glocke, sonst wird Mr. PPOV ganz böse, das passiert leider oft. Ich hab mir schon überlegt für unseren Merchandising-Store. Wir bräuchten eigentlich ein Glocken-T-Shirt, ne? Ein Glocken-T-Shirt. Ich möchte, das ist lustig. Dann muss stehen bei PPOV und dann die Glocke. Ja, da können wir mal drüber nachdenken. Also nochmal zur Erläuterung, mal fragen mal einige, die uns noch nicht so lange folgen. Wofür steht PPOV? Aha, Papa Point of View. Genau, dankeschön. Also ganz easy, Papa Point of View. Komm mal. Aber ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Entschuldigung, habe ich dich durcheinander gemacht? Ja, also Beim Liken, okay. Gut. Dann den YouTube-Kanal natürlich abonnieren, einmal bei Instagram vorbeischauen und natürlich auch von unserer Website und alles, was mit Allianz zu tun hat. Und ja, danke Mr. PPOV, danke dir, danke Patrick, danke auch nach da hinten hinter der Kamera. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.